Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 und ein Abo da nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich mega freuen. Wir müssen jetzt nach einem geeigneten Versteck suchen für das Attentat. Ich habe aber da leider das Gefühl, dass das nicht so gut laufen wird. Es gab schon Foreshadowing, dass wir verraten werden, unser Plan verraten wird und ja, das kann ganz schön böse enden. Ich hoffe, dass Yugiri nicht stirbt. Gefangen genommen werden oder so, wäre vielleicht besser. Die Mauern bieten gute Deckung und der Innenhof ist verlassen. Ein ideales Versteck. Ah, hier steckst du. Ein gutes Versteck. Vom Dach aus lässt sich das Schiffsanleger gut beobachten. Hier bleiben wir, bis Zenos eintrifft. Dann werde ich ihm mehr vorknöpfen. Ich habe vor, ihn mit einem gut gezielten Schlag zu erledigen, aber das ist nicht garantiert. Halte dich bereit, mir beizustehen. Wenn er aber ein Attentat überlebt, müssen wir ihn im offenen Kampf besiegen. Er ist stark, aber wir beide zusammen werden ihn besiegen. Mir ist klar, dass Zenos nicht hier sterben wird. Glaube ich nicht. Bist du bereit? Dann gilt es nur noch auf Zenos Ankunft zu warten. Ich glaube nicht daran, dass Zenos hier sterben wird. Und das ist das Problem, das macht mir nämlich Angst. Was passiert jetzt hier? Da kommt er! Prinz Zenos, bitte hier entlang. Das Dorf ist ganz in der Nähe. Diese Stille. Wie auf einem Friedhof. Hier gibt es keine Jagdbeute mehr zu holen. Wäre es nicht der Wunsch des Kaisers, könnte ich mir den Besuch sparen. Wir bitten untertänigst um Verzeihung, dass wir euch keinen gebührenden Empfang bereiten können. Bei dem letzten Kampf habe ich so viele Bäuche aufgeschlitzt, damit sie mich hassen, mich fürchten, damit ihre tierischen Instinkte geweckt werden. Je wilder sie sich zur Wehr setzen, desto spannender ist die Jagd. Beute, die einfach nur verschreckt den Atem anhält, langweilt mich. Wo bleibt da die Herausforderung? Ein Überfall? Ninja? Hätte ich doch besser den Hornochsen mitgebracht. Was für ein dilettantischer Versuch. Dein Hass ist stark, doch du bist schwach. Das war noch nicht alles. Mörder von Kain und Erzfeind von Doma. Oh.
eine gute Gelegenheit, das neue Schwert auszuprobieren, das du mir geschenkt hast. Sollte es nicht gut schneiden, wird es dir leid tun. Es macht mir allerdings keinen Spaß, meine Waffe an wehrlosen Opfern auszuprobieren. Also gebt gefälligst euer Bestes. Das wird ganz böse enden. Ganz, ganz böse. Der wird nicht im Solo-Content getötet. Ja! Ich mache aber Schaden auf ihn immerhin, diesmal. Ich kann die anderen gar nicht. Okay. Ich kann nur ihn angreifen, merke ich gerade. Die hat beginnen! Jetzt ist kurz auf den Boden legt. Ameno Habakiri, okay. Ein kleiner Schnitttest! Zwingt Sinus zur Aufgabe, okay. Ich muss doch noch... Rennt, ihr Wilden! Aber jetzt ist er wieder so stark wie vorher, dass ich keinen Schaden mache auf ihn. Also keinen nennenswerten Schaden. Enttäusch mich nicht! Jetzt macht er mich wieder tot. Das war es schon. Oh nein, der tötet jetzt Yukiri.
Jetzt erinnere ich mich an dich. Ich habe dich in Alamigo gesehen. Du bist der Held der Wilden. Wo die Sonne ihren Lauf beginnt, blitzt scharlachrot und lodert hoch zur Flamme auf. Bis leuchtendes Azur es niederringt. Azur vom End des Sonnenlaufs. Sieh an, in dir stecken noch verborgene Kräfte. So gefällst du mir. Streng dich an, kämpfe um dein Leben. Bring mein Blut in Wallung und halte meinen Körper in Bewegung. In dieser trostlosen Welt ist die Jagd mein einziges Vergnügen. Jetzt wirst du sterben. Du bist keine Herausforderung für mich, sondern nur ein lästiger Stolperstein. Das kam unerwartet. Zurück, galeischer Hund! Warum seid ihr hier? Ihr bringt euch in Gefahr. Flieht! Wir fliehen nicht. Diesmal nicht. Ich hielt euch für verrückt. Ich dachte, ihr wollt euch nur aufspielen. Aber ich habe mich getäuscht. Die Erniedrigungen waren schmerzhaft. Wir wollten uns wehren, aber blieben stumm. Ihr habt uns daran erinnert, was wirklich zählt. Das hat wehgetan. Doch gerade weil es wehtut, besteht noch Hoffnung. Wenn wir jetzt nicht auf unsere Herzen hören, werden sie für immer verstummen. Deshalb sind wir hier. Wir lassen uns nicht länger unterdrücken. Doma soll frei sein. Rührend, aber sinnlos. Euer Tod wird nichts, aber auch gar nichts verändern. Ihr könnt nicht einmal ein Schwert richtig halten und wollt mir in die Quere kommen? Für diese Torheit werdet ihr mit dem Leben bezahlen! Nein, ihr Mut ist nicht sinnlos. Dicken Buff bekommen hier. Oh, Gesetzu. Ja, vielleicht haben wir doch eine Chance, ihn zu besiegen. Oder zumindest ihn vorzuschlagen. Nee, weg hier! Gosetsu, hilf Yugiri! Jawohl! Verdammter Rauch! Lass ihn nicht entkommen! Prinz Zenos! Oh, der ist einfach in die Flucht geschlagen, okay. Ich dachte, die bezahlen mit ihrem Leben. Und wir scheinbar nicht. Ich glaube, sie sind uns nicht gefolgt. Zum Glück kann ich das nur sagen, das hätte ganz schön ins Auge gehen können. Oh, für die Rettung kannst du dich übrigens auch bei Alfino bedanken. Er hat vor kurzem die Klausel der Grimmigen erreicht. Er kam, um den Eteriten zu reparieren, aber als er von dem geplanten Attentat hörte, wurde er kreidebleich und stellte sofort einen Rettungstrupp zusammen. Du warst nicht weniger bleich als er. Niemand anders sah dir zwei wie Zwillingsgespenster aus. Das streite ich gar nicht ab. Umso erleichtert bin ich, dass keiner von euch getötet wurde. Ich bin auch ganz schön erleichtert gerade. Ise kann noch gar nicht so richtig fassen, was gerade passiert ist.
Ah, aber ich muss erstmal mit Yugiri reden. Es geht schon. Okay. Unglaublich, wir haben den Kronprinzen persönlich die Stirn geboten und überlebt. Jetzt gibt es für uns kein Zurück mehr. Entweder vertreiben wir die Galea aus Doma oder wir werden sterben. Die nächsten Schritte wollen gut überlegt sein. Klar ist nur, dass wir nun Teil des Widerstands sind. Wir werden zusammen mit euch kämpfen. Aber bevor wir an weitere Kämpfe denken, sollten wir zuerst eure Wunden versorgen. Am besten bei uns im Dorf. Ach, wie schön. Sie haben doch noch ihren Mut gefunden. Hätte ich vorhersehen können, dass die ihren Mut finden werden. Aber ich dachte, weil das Spiel mich auf diese Fährte gelockt hat, dass er jetzt vielleicht den Galeanen Bescheid sagt, dass wir einen Attentat planen. Aber das hat ihn einfach angespornt, uns zu helfen. Hat seine Kampfeslust endlich geweckt. Schön. Und Yugiri lebt nochmal. Ich hatte so Angst. Wie geht es dir jetzt? Der Kampf gegen dieses Monster muss schlimm gewesen sein. Ich muss mich wohl dafür entschuldigen, wie ich dich anfangs behandelt habe. Es tut mir leid. Danke, dass du uns trotzdem nicht aufgegeben hast. Ich war innerlich bereits tot, doch du hast mir neuen Mut zum Leben eingehaucht. Mein Dank gilt auch Yugiri. Hoffentlich bekomme ich Gelegenheit, ihr persönlich zu danken. Geht es dir wieder besser? Ja, viel besser. Dank eurer liebevollen Fürsorge. Wunderbar. Sagt Bescheid, wenn wir noch etwas für euch tun können. Warum guckst du so ernst? Mach doch den Mund auf, wenn du etwas auf dem Herzen hast. Und ihr? Habt ihr nichts zu sagen? Ich gehe mal zu den anderen Dorfbewohnern. Kosetsu, Alize, es tut mir leid. Ich habe töricht gehandelt und dadurch nicht nur mich selbst, sondern auch den Krieger des Lichts in Lebensgefahr gebracht. Mein Leichtsinn ist unentschuldbar. Ich hätte auf dich hören sollen, Gosetsu, doch stattdessen habe ich dein Vertrauen in mich enttäuscht. Ja, es war töricht. Aber immerhin hast du aus gutem Grund gehandelt. Du wolltest unseren Herrn und das Volk von Doma beschützen. Aber du selbst gehörst auch zum Volk von Doma. Also vergiss deinen eigenen Schutz nicht. Aber letztendlich hast du doch mit deinem Eifer den Bauern Mut gemacht. Kein Grund also, mit dir selbst so hart ins Gericht zu gehen. Anstatt dich bei uns zu entschuldigen, solltest du lieber demjenigen danken, der an dich geglaubt hat und dir zur Seite stand. Ja, das ist wahr. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Ich kann dir gar nicht genug danken. Hallo, da seid ihr ja. Ihr lebt. Als ich hörte, dass ihr einen Attentat auf Zenos versucht, ist mir beinahe das Herz stehen geblieben. Tut mir leid, dass wir euch nicht gefolgt sind. Alize hat mich zurückgehalten. War bestimmt besser so. Wäre ich diesem Schuft Zenos begegnet, hätte ich mich blindlings auf ihn gestürzt. Was guckt ihr so? Wir sollten uns jetzt lieber überlegen, wie es weitergeht. Momentan lassen uns die Galea zwar in Ruhe, aber das dürfte nur eine kurze Verschnaufpause sein. Sie wissen, wer wir sind und dass sie uns ernst nehmen müssen. Wenn es zum offenen Kampf kommt, sind wir klar unterlegen. Wir brauchen einen Plan. Guter Herz, das ist die Stunde für einen genialen Strategen wie dich.
Tja, ich habe in Kugane einige Nachforschungen angestellt und muss leider sagen, dass wir nicht mit Hilfstruppen aus Eorzea rechnen können. Der Weg ist einfach zu weit und für den Truppentransport bräuchten wir große Schiffe, die den galäischen Spionen kaum entgehen dürften. Es steht zu befürchten, dass die Schiffe unterwegs versenkt werden. Andererseits sind die Galear in Doma auch nicht allzu stark aufgestellt. Das wissen wir dank der Nachforschungen von Hancock und Tataru. Wenn sich das Volk von Doma erhebt und wir alle vorhandenen Kräfte sammeln, können wir versuchen, die Galear aus der Burg Doma zu vertreiben. Keine leichte Aufgabe, aber auch nicht unmöglich. Dann ist jetzt die Zeit gekommen, unseren rechtmäßigen Herrscher zurückzuholen. Es gibt keinen besseren Weg, die Moral unseres Volkes zu stärken. Bei dem Attentat hat das Volk klar seinen Willen zum Widerstand unter Beweis gestellt. Das wird Prinz Hien hoffentlich davon abhalten, sich den Galearen ans Messer zu liefern. Wir müssen aber auch noch stärker werden, wenn wir Zenos beim nächsten Mal besiegen wollen. So. Dann reden wir mit den beiden. Potato, ich werde euch zur A7-Steppe begleiten. Ich habe Prinz Hien schon einmal gefunden und weiß, wo er sich ungefähr aufhält. Auf seine Frage, ob sein Volk im Kampf bereit ist, weiß ich nun eine klare Antwort. Die Taten unserer Landleute sprechen für sich. Prinz Hien wird nicht anders können, als den Widerstand anzuführen. Unser junger Herr ist die Seele unseres Landes. Mit ihm wird die Hoffnung zurückkehren. Und ich glaube, du wirst dich gut mit ihm verstehen. Ich frage mich, was für ein Mann Prinz Hien ist. Ich habe gehört, er soll ungefähr in meinem Alter sein. So wie auch vor Dola wuchs er in einer galäischen Provinz auf. Ein freies Doma hat er nie kennengelernt. Er ist der rechtmäßige Thronfolger eines besetzten Landes. Ich bin gespannt, ihn zu treffen und mit ihm zu reden. Ich möchte wissen, wie er die Situation erträgt. Das hilft mir sicher, mein eigenes Schicksal besser zu verstehen. So, dann reden wir mit Alize. Der geliebte Herrscher kehrt zurück, um den Widerstand seines Volkes anzuführen. So etwas wäre in Chalian oder Ulda undenkbar. Es ist eine besondere Situation, die sich aus der Geschichte dieses Landes ergeben hat. Immerhin gibt es in unseren Heimatländern auch die ein oder andere herausragende Persönlichkeit, der die Herzen zufliegen. Hast du dabei etwa einen ganz bestimmten Helden im Sinn? Die Rückkehr von Prinz Hien hat zweifellos Priorität, aber wir müssen auch die Erstürmung von Burg Doma vorbereiten. Außerdem wäre es wichtig, den Itariten zu reparieren, auch um den Kontakt zu Tataru in Kugane und zur Konföderation zu erleichtern. Wenn wir Doma wirklich befreien wollen, gibt es viel zu tun. Zumindest ist jetzt klar, was jeder von uns zu tun hat. Ja, unser Weg führt in die A7-Steppe. Wir werden Prinz Hien aufspüren und nach Doma eskortieren. Potato, begleitest du uns? Gut, wir bleiben hier, reparieren den Itariten in der Klause der Grimmigen und planen die Erstürmung von Burg Doma. Wir wissen nicht, was die Galear vorhaben, aber wir werden größere Auseinandersetzungen möglichst vermeiden. Bis zu eurer Rückkehr liegt unser Hauptaugenmerk auf der Stärkung unserer Kampfkraft. Falls es anders kommt und ihr unsere Hilfe braucht, zögert nicht, uns zu rufen, klar? Wir stehen das jetzt gemeinsam durch, also keine Alleingänge mehr. Kommt, Freunde, ich führe euch zu dem Ort, an dem ich Prinz Hien begegnet bin. Moment, wartet bitte noch kurz. Hier, Proviant für die Reise. Nicht alle in unserem Dorf können kämpfen, aber unser Reis ist der beste in ganz Doma. Und ich möchte noch etwas sagen, es klingt vielleicht naiv, aber ich glaube daran. Prinz Hien wird uns zum Sieg führen und den Traum meiner Eltern von einem freien Doma endlich wahr werden lassen. Gute Reise und kehrt bald zurück. Windätherquelle. Oh, Mundwinkel wieder runter. Jetzt können wir fliegen, ne?
Währenddessen in der Burg Doma. Oh, wirklich beachtlich. Der Herrscher Bahamuts hat seine Macht demonstriert. Macht mein Luftschiff bereit. Meine Aufgabe hier ist erfüllt. Ich will nach Alamigo zurückkehren, um die Beute mit eigenen Augen zu sehen. Hast du dich jemals gefragt, warum ich dich, eine unbedeutende Informantin, zur Statthalterin ernannt habe? Oh. Weil ich damit ein abschreckendes Beispiel für andere Provinzen setzen wollte. Doma sollte leiden. Und ich wusste, mit deinem abgrundtiefen Hass würdest du diesen Zweck hervorragend erfüllen. Und ich erwarte, dass du weiterhin diesen Zweck erfüllst. Solltest du die Kontrolle über dieses Land an den Widerstand verlieren, dann wage es nicht, mir noch einmal unter die Augen zu treten. Erfülle deine Pflicht, oder Doma und seine Statthalterin sind Vergangenheit. Yotsuyu, alles klar? Vor Xenos bekomme sogar ich Angst. Autsch! Der Widerstand wird von diesem legendären Helden aus Eosea unterstützt. Du bist ihm früher schon begegnet, oder? Ich lasse dir freie Hand. Finde und vernichte ihn und seine Gefährten gleich mit. Echt? Ich darf ihn mir vorknöpfen? Oh, er ist es, mein Erzfeind. Dieses Mal zerquetsche ich ihn. Zur selben Zeit im Grenzland von Gir Abania. Jetzt wird's interessant. Was ist das denn? Ein riesiges Loch. Hier müsste es sein. Seit Nidhoggs Schatten von mir genommen wurde, habe ich die Drachenaugen nicht mehr gespürt. Und doch bin ich jetzt hier. Istinien. Geführt haben, dann besteht ihr Einfluss weiter. Also muss ich sie ein für alle Mal zerstören. Nicht wahr, Alfino? Gute Nacht, Wusi. Aber ich bin auch nur noch 5 bis 10 Minuten hier. Yangxia, Windäther gebündelt. Wunderbar, wir können jetzt fliegen. Wir können jetzt fliegen. Fliegen! Das heißt, wir können die Karte jetzt zumindest so weit aufdecken, dass wir das Ding hier hinten mal aufdecken. Können wir eben schnell machen. In die Burg Doma kommen wir ja eh nicht rein. Interessant. Na gut, aber aufgedeckt haben wir es. Noch eine Plus-Quest. Ein Schaf im Wolfspelz und noch einer. Die Schönheit der Blüten. Ah, sind ja beides keine Windäther-Sachen. Keine Ahnung, was das dann jeweils ist. Ich kann mal ganz kurz gucken.
Da würde ich noch ins nächste Gebiet und dann ist der Part auch vorbei, aber... Keine Ahnung, die benötigt meine Hilfe. Was es freischaltet, weiß ich nicht. Vermutlich Instanzen? Keine Ahnung. Nee, Instanzen kann es ja eigentlich nicht sein, ne? Nö. Das sind vielleicht einfach besonders schöne Nebenquests, die sie unbedingt wollen, dass man sie spielt oder so. Yogiri möchte zur Asimsteppe reisen. Also dann, sobald ihr bereit seid, brechen wir in Richtung Asimsteppe auf. Unser Weg führt zuerst in Richtung Rubinsee und dann entlang der Küste, nach Norden. Als erster Zwischenstation bietet sich Isari an. Aber war da nicht alles voll mit Steinen? Na, versuchen wir es. Dam, 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 dam. Vielleicht sind die Steine jetzt plötzlich frei und weggeräumt. Ganz spontan. Oder die Konföderation hat das irgendwie gemacht oder so. Bisher war unsere Reise ungefährlich. Von hier aus müssen wir nach Norden zu einer Höhle, die weiter ins Landesinnere führt. Lisa und Kosetsu sind schon vorausgegangen. Hinterher. Kosetsu. 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 So. Auf geht es zur Asimsteppe, nicht Asur. Asimsteppe. Der Weg scheint jetzt frei zu sein, ne? Ja, die Steine sind einfach weg. Okay. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber es ist so. Vor uns, soweit das Auge reichte, erstreckte sich die prächtige Asimsteppe, Heimat unzähliger Nomadenstämme. In diesem fremden Land, mit seinen eigenen Mythen und Legenden, suchten wir nach dem Schlüssel zur Befreiung Domas. Entschlossen schritten wir voran ins Unbekannte. Mit dem Wind im Rücken und der Hoffnung im Herzen, denjenigen zu finden, der uns neue Kraft schenken würde. So, wir schließen das Quest jetzt oder reden noch mit Yogiri eben, aber das war's dann auch schon. Eieiei, guckt euch diese Asur-Steppe an. Aber die ist gar nicht so gigantisch, oder? Ah, vielleicht sieht man nicht alles, vielleicht geht's dahinter noch wirklich weiter. Hier geht's auch nochmal ein Dungeon. Bardams Probe, okay. Da ist auf jeden Fall der Eterit auf dem großen Ding. Das ist schon mal schön. Ja. Gehen wir kurz. Bitte sehr, Potato. Vor deinen Augen liegt die Asimsteppe oder zumindest ein kleiner Teil von ihr. Hinter den Bergen erstreckt sich eine weitere große Ebene. Obwohl es nicht so weit ist, reisen Domaner nur selten hierher. Das Land und die Leute sind uns fremd und unheimlich. Umgekehrt sind Fremde hier nicht gern gesehen. Am ehesten duldet man unsere Anwesenheit in dem Dorf Reunion, das zum Glück nicht weit von hier liegt. Dann gehen wir da noch eben hin und schließen das Quest eben ab.
Ja, am Tag wäre es vielleicht schöner gewesen, aber wir reisen irgendwie die ganze Zeit in neue Gebiete, immer wenn es Nacht ist. Ne? Das ist schon echt faszinierend. Wie ich immer die Angewohnheit habe oder das Glück habe, immer bei Nacht in neue Gebiete zu reisen. Aber wir dürfen ja auch nicht erkannt werden. Ne? Wir müssen ja im Schatten reisen. Wir sind ja eine geheime Eliteeinheit. Ich harmonisiere mal ganz kurz den Eliteriten. Weil es kann sein, dass ich muss in der Woche vermutlich wieder sehr viel mit Ruf machen. Ich habe jetzt auch schon gestern wieder vergessen zu machen. Was ein bisschen blöd ist, aber gut. So, und dann gibt es nämlich erst nächstes Wochenende wieder weiter mit Final Fantasy XIV Story. In der Woche habe ich jetzt einiges vor. Mal gucken, was wir spielen. Aber ich denke, es wird Wandering Village. Reunion, wir sind am Ziel. Hier habe ich Prinz Hien zum letzten Mal gesehen. So, meine lieben Freunde, das war's für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.